Hallo, ich bin Armin Wolf. Ich moderiere die Zeit im Bild 2 um 22 Uhr auf ORF 2 und das ist mein Arbeitsplatz, der Newsroom, und die ZIP 2 ist gerade vor 5 Minuten hier zu Ende gegangen. Der Newsroom ist sowas wie das Herz des ORF, da kommt nicht jeder rein, man braucht einen speziellen Ausweis, damit nicht von der Straße irgendjemand mit einem Transparent reinkommen kann und während der Zeit im Bild mal schnell den Rücktritt der Regierung fordern kann. Die Gäste wissen die Fragen nie. Sie wissen das Thema des Interviews, aber keine einzelnen Fragen, weil sonst würden wir überhaupt nur mehr von Pressesprechern vorbereitete Textbausteine bekommen. Ich unterbreche die Gäste ganz, ganz ungern, weil ich bin an sich sehr höflich, aber wir haben wenig Zeit und ich muss sie unterbrechen, wenn sie viel zu lange antworten, wenn sie was faktisch Falsches sagen oder wenn sie meine Frage einfach nicht und nicht beantworten. Ich finde das gar nicht schwierig. Das ist ähnlich wie bei einem Arzt oder einer Ärztin. Die müssen auch alle Patienten gleich gut behandeln, egal ob sie sympathisch sind oder nicht. Und bei mir ist das auch so. Ich operiere, was kommt. Also Tipps gibt es da eigentlich nicht, aber es ist oft so stressig, dass man eh überhaupt keine Zeit hat, darüber nachzudenken. Und gerade beim Terroranschlag in Wien war es ganz besonders so, da haben wir quasi auf Sendung live im Studio recherchiert und ich hatte überhaupt keine Zeit, über irgendwas nachzudenken. Wen wir ins Studio einladen, das diskutieren wir in der ZIP2-Redaktion alle gemeinsam. Aber natürlich können der jeweilige Moderator oder die Moderatorin da ziemlich viel mitreden, weil wir müssen ja das Interview machen. Ja, wir kriegen sogar relativ viele Absagen, weil Politiker und Politikerinnen sich total genau überlegen, ob ihnen das Interview jetzt helfen kann oder nicht. Und wenn jemand nicht kommt, dann laden wir halt jemand anderen ein. Also eingeschüchtert bin ich nicht leicht, aber ich muss sagen, etwas Besonderes war schon das Interview mit Wladimir Putin im Kreml in Moskau. Da habe ich mich wirklich sehr, sehr intensiv vorbereitet. 5 Tage lang habe ich wirklich nichts anderes gemacht und da war ich auch nervöser als sonst. Also es gibt total viele Menschen, die ich gern interviewen möchte, immer natürlich den interessantesten vom Tag, aber ich würde total gern Angela Merkel mal interviewen, ich würde den Papst total gern interviewen, ich hätte gern Herrn Trump interviewt. Und es gibt ganz viele andere. Journalism is the best obtainable version of the truth. Also Journalismus ist sowas wie die beste verfügbare Version der Wahrheit, die wir finden können, hat ein ganz berühmter amerikanischer Journalist mal gesagt und das finde ich sehr überzeugend. Das war's. Ich hoffe, ich konnte ein paar Fragen zur ZIP 2 beantworten. Ansonsten immer Montag bis Freitag 22 Uhr ORF 2 und am Sonntag um 21.50 Uhr einschalten.